R-E-W-I-N-S-I-D-E. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Freunde, und herzlich willkommen hier aus Frankreich. Was mache ich in Frankreich? Das ist eine gute Frage. Ich bin eingeladen worden von Mercedes, beziehungsweise in diesem Falle sogar Smart, mir den neuen Elektro-Smart anzugucken. Bevor jetzt irgendwer hier in die Kommentare schreibt, Play, Werbevideo, Produktplatzierung. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich bin hier einfach eingeladen worden, weil ich finde Elektroautos super interessant. Ich bin auch ein großer Fan von anderen Elektroautos und wollte mir das Ding einfach mal angucken. Vor allen Dingen habe ich bis dato tatsächlich wirklich noch nie in meinem Leben ein Smart gefahren. Ja, deshalb sind wir quasi hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Und zwar befinden wir uns gerade in, Blagnac. Eigentlich sollte da Toulouse stehen. Also wir sind in Toulouse in Frankreich. Ihr seht es gerade, es ist super, super warm. Ich bin viel zu dick angezogen. Sonne knallt hier richtig. Und wir werden jetzt hier ein bisschen mit diesem Auto rumgehuckt. Und ich würde sagen, meine Freunde, ich zeige euch ganz normal das Auto in ein paar kleinen Nahaufnahmen. Bitteschön. So, ihr habt es gerade gesehen, es ist echt cool. Ich bin damit gerade schon ein paar Meter gefahren. Es hat einfach überhaupt keinen Wendekreis. Das ist so ungewohnt, weil ich fahre eigentlich ein größeres Auto und das ist halt echt cool. Vor allem hört man einfach gar nichts. Wir fahren jetzt weiter zu einer Event-Location. Da gibt es dann so ein Meet and Greet und Ask und ganz viel Fachgesimpel. Finde ich persönlich ganz interessant. Wie gesagt, Elektroautos finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich würde jetzt gerne die Motorhaube aufmachen, irgendwas darüber erzählen, so wie Dena das immer macht. Kann ich aber nicht, weil ich keine Ahnung habe. Deshalb würde ich sagen, fahren wir einfach. Bis gleich. Hey Leute, schaut euch das an. Das ist der geilste Milchshake, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wir haben jetzt gerade eine kleine Runde mit dem Auto gedreht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin weder bis dato ein Elektroauto noch ein Smart gefahren und es ist beides das erste Mal für mich gewesen. Es macht einfach ultra Spaß. Man tritt aufs Gas und das Auto gibt halt direkt wirklich Stoff. Klar, es hat sich die unglaublich große PS-Zahl, weil es halt ein kleiner Elektromotor da drin ist. Aber dafür ist halt die Beschleunigung echt cool und es macht halt echt Spaß, das Ding zu fahren. Es erinnert mich, ohne jetzt irgendwie abwerten zu klingen, so ein bisschen an so ein Elektrofahrrad. Das bin ich mal gefahren. Wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um, genießen die Pressekonferenz und vor allem diesen nicey, tasty Milchshake. Scheiße, Alter, wo bin ich hier? Hallo? Scheiße. Hallo, Herr Leuchtturm? Bitte, wo bin ich hier? Hallo? Ja, wir sind jetzt also auf irgendeinem Feld gelandet. Ist nicht unser Hotel hier, ne? Event war ganz cool, hat super Spaß gemacht. Wir haben sehr viel über das Auto gelernt. Aber jetzt mal ein bisschen hier was zur Landschaft, meine Freunde. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Südfrankreich gefällt mir ultra gut. Schaut euch das mal bitte an hier. Ich meine, jetzt ist es gerade halt Winter, aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie das hier im Sommer aussieht. Ja, ich glaube, das ist echt ein ziemlich schönes Fleckchen Land hier. Relativ trocken. Ich würde es hier auch ultra gerne Timelapse schießen, aber wir müssen gleich ins Hotel. Da gibt es nämlich gleich nur Essen und das ist auf jeden Fall wichtiger, als hier eine Timelapse zu machen. Leute, ihr kennt mich. Ja, und so bin ich auf diesem französischen Feld gelandet. Ich glaube, wir fahren jetzt mal zurück ins Hotel und schauen uns dann heute Abend noch ein bisschen Toulouse an, die Stadt. Und gucken dann einfach mal, was noch so abgeht. Ich denke mal, hier kann man noch einiges machen. Wir sind leider nicht am Meer. Für die Leute, die nicht wissen, wo Toulouse ist, das ist bei der spanischen Grenze, bei Südfrankreich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder, Leute, wenn es heißt, I have nothing to lose. Und wir sind im Hotel, meine Freunde. Ich würde sagen, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe, gibt es noch mal eine kleine exklusive Rundtour von meinem Hotelzimmer, Leute. Das mache ich normalerweise seit 2 Jahren nicht mehr, aber ich dachte mir, Leute, weil dieses Hotelzimmer so unglaublich geil ist, muss das einfach mal sein. Ich würde sagen, wir fangen mit dem wichtigen Bereich an, meine Freunde. Da ist ein Klo, da kann man... Ihr wisst, was man auf dem Klo macht. Da kann man... Hier vorne ist einfach so eine richtig geile Videoleinwand mit so einem richtig schönen Typen drauf. Schaut mal hier, der hält eine Kamera. Hier ist eine Dusche, da ist ein Bügeleisen. Und wir kommen in den Hauptraum. Schaut euch das mal an, Leute. Ich mache mir hier ganz kurz ein bisschen auf, weil ich habe mich gerade umgezogen. Das ist so ein wunderschöner Hotelhof und ich wollte, dass alle mich hier nackt sehen. Das hier ist quasi das Hotelzimmer. Ultra schön, sehr, sehr geräumig, sehr, sehr hohe Decken. Also echt sehr, sehr schön. Hier ein kleiner Fernseher und so. Kann man nicht anders sagen. Sehr gut ausgesucht. Wir gehen jetzt was essen, Leute. Und ich würde sagen, danach gibt es nochmal ein kleines Q&A von eurer Seite. Bis gleich. So, Leute, ich habe gestern... Ruhe jetzt da raus. Ich mache hier gerade ein Video, okay? Ich habe ja gestern Abend auf Twitter nach Fragen unter dem Hashtag RevyDumm gefragt, die rund ums Thema Auto sind, meine Freunde. Was soll ich sagen? Die Fragen waren genauso blöd wie der von mir gewählte Hashtag. T-Whitehanger fragt, wer ein Lambo R8 dein Traumauto? Nur wenn ich tatsächlich damit mit ApoRed gemeinsam durch den Hamburger Kiez fahren darf und ein paar Pranks an Leuten machen darf. Sonst natürlich nicht, Leute, weil sonst ist ein Lambo R8 überhaupt nicht relevant für mich. Hashtag RevyDumm, matt schwarzer Audi oder glänzender Audi? Ist eine wichtige Frage, weil das eine Diskussion in meiner Klasse ist. Keine Ahnung, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht auf
die Marke beziehen. Ich würde halt einfach sagen, dass Mattschwarz auf jeden Fall die heftigste Farbe für ein Auto ist in meinen Augen. Ich finde, wenn man wirklich so ein perlmattschwarzes Auto hat, so einen schönen angerauten Lack, boah, das sieht so übertrieben cool aus. Ich finde, das gibt nichts Schöneres als ein mattschwarzes Auto oder eine mattschwarze Folierung für ein Auto. Finde ich persönlich mega, mega geil. Ich würde mir unendlich gerne so ein Auto holen. Jovi-Versum fragt Hashtag Revidom dein Traumauto. Das ist das Ding. Ich habe eigentlich kein richtiges Traumauto. Ich glaube, ich habe mehrere Traumautos. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich irgendwann mal diesen Gag mit dem Lamborghini R8 gemacht habe, beziehungsweise mit dem Audi R8 dann im Stream. Wie ihr vielleicht merkt, habe ich immer noch keinen Audi R8, aber Leute, wir arbeiten dran. Finde ich persönlich ein cooles Auto, aber jetzt mit der Zeit, wenn ich mal so darüber nachdenke, ist es eigentlich ein super unpraktisches Auto. Ist es halt ein super Sportscar, aber komplett überdimensioniert, so für den Alltag überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich glaube nicht, dass ich mir irgendwann so ein Auto holen würde. Ich persönlich finde den C63 von Inscope, die AMG-Version, mega, mega geil. Bin aber auch ein ganz, ganz großer Fan von dem vom Jaguar F-Type, den ich mir schon mehrfach irgendwie mal konfiguriert habe, aber dann auf den Preis geguckt habe, ein bisschen geweint habe und dann halt im Regen am Rhein traurig lang gelaufen bin. Das sind so meine drei Favorite Cars, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblingsauto. Keine Ahnung, ich habe halt sehr viele Autos, die ich sehr schön finde. Ich habe auch sehr viele Autos, wo ich sage, so ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite-Ding. Ob ich mir jetzt irgendwann mal ein neues Auto hole, weil im Moment fahre ich einfach nur den alten Honda Civic von Simon. Keine Ahnung, mal gucken. Letztendlich ist halt ein Auto für mich Gebrauchsgegenstand und muss halt gewisserweise praktisch sein. Sollte aber trotzdem noch irgendwie meinen halbwegs sportlichen Ansprüchen, ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, zu Genüge kommen. Hashtag Revidum, mit welchem Auto packst du in meinen Rotpilz-Garage? Ich glaube nicht, dass Rotpilz eine Garage hat, weil Rotpilz hat kein Auto. Ich verstehe jetzt auch da gar nicht die Zweideutigkeit hinter und lasse diese Frage jetzt einfach mal außen vor. Ich würde sagen, das war es soweit von euren Fragen. Vielen, vielen Dank für die meist schwachsinnigen Fragen, die ich jetzt einfach mal nicht vorgelesen habe. Wir fahren jetzt alle gemeinsam noch in ein Museum. Da würde ich sagen, nehme ich euch einfach mit. Wir schauen uns da um und dann sehen wir uns gleich einfach da. Macht's gut. Bis gleich. Tschüss. So, Kinders, wir sind jetzt hier im Museum und ganz gute Frage gerade aufgekommen. Wie passen diese Reifen in dieses Ding rein? Weil, schaut euch das an. Ja, so die Dimension. Was kann mir das? Wie funktioniert das? Das passt doch nicht. Vielleicht wurde deshalb auch die Concorde eingestellt, weil einfach die Reifen nicht gepasst haben. Wir stehen gerade, by the way, unter einer Concorde. Das ist so ein Überschallflugzeug. Wir sind gerade mit dem Smart tatsächlich gedriftet, Leute. Das war ultra witzig. Ich bin einfach auf so einen Parkplatz gefahren und bin dann mit dem Kreis gefahren. Das Ding hat ja so einen ultra kleinen Wendekreis, ein bisschen mit der Handbremse gespielt. War ganz lustig. Verrate es aber bitte keinem. Wir schauen uns jetzt, wie gesagt, noch mal ein bisschen das Museum hier an. Hier sind ganz viele Helikopter und sowas. Und Leute, ich würde einfach sagen, bevor ich jetzt hier weiter irgendeinen Stuss erzähle über technische Fakten, wovon ich keine Ahnung habe, mache ich euch doch einfach noch ein paar wunderschöne Schnittbilder. Bitteschön. Without emotions made of steel, what was I supposed to feel? I didn't want to take chances. Past romances were telling me I just crash again.